Hey Max, wie geht's deinem Auge? Gut. Sehr schön, das freut mich. Dein Gegner ist hier gerade rausgekommen in der ersten Runde und hat angefangen zu feuern, als würdest du ihm Geld schulden. Warst du überrascht, wie der Kampf angefangen hat? Ich wüsste nicht, welches Geld. Nein, Spaß. Das mit dem Euro hat das letzte Mal nicht funktioniert, aber jetzt könnt ihr mir alle auf YouTube folgen. Das ist ein bisschen einfacher. Nein, ich muss sagen, ich dachte, ich wäre der Mutterficker, aber er war auf jeden Fall ein harter Typ. Und ja, war ein geiler Kampf. Ich will jetzt nicht zu große Fresse haben, weil ich hätte das Ding vorzeitig beenden sollen. Aber ja, so ist es halt, ne? Du hast jetzt viermal dieses Jahr gekämpft, viermal sehr, sehr dominant gewonnen. Gönnst du dir jetzt auch mal eine Pause oder geht's schon relativ bald weiter? Also ich will auf jeden Fall mir die Zeit nehmen, um besser zu werden. Aber nächstes Jahr greife ich auf jeden Fall wieder an. Und Ilbay und ich haben eine Rechnung offen. Also, du willst den Kampf gegen Ilbay auf jeden Fall? Auf jeden Fall. Ilbay, das Rumgerenner hat ein Ende. Heute habe ich den billigen Walkout geklaut, habe hier gekämpft. Du hättest gegen mich antreten sollen, ist einfach nur peinlich. Man reißt sich die Fresse auf, sagt, ja, er geht mit gesenktem Haupt an mir vorbei, er ist noch grün hinter den Ohren. Und dann drückt man sich vor einem 22-Jährigen, nachdem er schon 150 Boxkämpfe hat. Ist eine Pussy-Aktion. Also egal, ob gegen Ilbay oder gegen sonst wen, wir freuen uns auf jeden Fall, dich bald wieder hier zu sehen. Dankeschön, Max Stifler Holzer! Tickets erhältlich unter octagontickets.de.